Hallöchen. Ich möchte heute mit dir teilen, warum ich meine Minimalisierung gerade gestoppt habe oder gestoppt hatte und 3 Tage alleine in einem weißen, leeren Raum verbracht habe. Ja, ich habe einen Retreat gemacht, einen Selbstretreat, wo ich für mich alleine war. Und zwar hatte ich richtig krasse Rückenschmerzen, so dass ich mich nicht mehr bewegen konnte oder nicht schmerzfrei laufen konnte. Und ja, ich habe schon viele verschiedene Arten von Retreats gemacht. Ich habe 10-tägige Schweigekurse gemacht, ich habe Meditationskurse gemacht, ich habe meditiert und geschwiegen, gefastet und geschwiegen. 3 Tage, ein Tag alleine in der Gruppe, mit Leitung, ohne Leitung und mittlerweile leite ich ja auch selber Retreats, wie jetzt zum Beispiel auch im November das Fasten-Retreat. Da gibt es noch Plätze, wenn du da auch Interesse hast, bist du herzlich willkommen dabei zu sein, wenn du so einen geschützten Rahmen haben möchtest, um das mal zu erleben. Und ja, ich möchte dir jetzt berichten, wieso ich dazu gekommen bin, irgendwie 3 Tage ja, ein Retreat zu machen mit mir alleine. Und was da so die Beweggründe waren, was war vorher, wie war es währenddessen und was war rausgekommen am Ende. Und ja, ich hatte wie gesagt diese Rückenschmerzen. Das war die eine Indikation und das andere war, dass ich mich mit einer Freundin getroffen habe, mit der ich mich sehr eng austausche und wir haben so einen Heart-Sharing-Circle gemacht, also so, wo jede berichtet hat, was ihr auf dem Herzen gerade liegt. Und als ich dran war, habe ich gemerkt, ich habe Angst davor, in mich hineinzulauschen, was da irgendwie gerade so los ist. Und da habe ich gemerkt, so, boah, da muss ganz schön was los sein. Und ja, ich hatte Angst vor dem, was ich da höre, wenn ich wirklich in mich hineinlausche. Und das passiert bei so einem Retreat, ja. Du verbringst mit dir Zeit und du nimmst wieder wirklich wahr, was in dir los ist, so. Und ich wusste, diese Rückenschmerzen sind psychosomatisch, das war mir ganz klar. Und ich wusste, ich brauche einfach Zeit, um mit denen zu sein. Ja, was war da los in der Zeit oder davor? Ich kam ja Mitte September nach Leipzig und hatte 2 Wochen Zeit, um meine Wohnung aufzulösen, mich von Leipzig zu verabschieden. Und ja, ich habe sozusagen 20 Jahre Leben. Ich bin mit 19 ausgezogen, jetzt bin ich 39 und habe quasi mein ganzes Leben ja, in dieser Wohnung gehabt. Natürlich sind Dinge auch schon vorher gegangen und nachher gekommen und ich habe halt Fotos durchschaut und da quasi ja, nochmal ganz viele Momente in meinem Leben erlebt. Ich habe so, zum Beispiel die ganzen Partnerschaften, die ich hatte, die ganzen Männer, Kontakte so und das alles nochmal so zu durchleben, war ganz schön krass. Dann auch habe ich ja Dinge verkauft, ich hatte total viel Kontakt mit vielen fremden Menschen, die dann in meiner Wohnung waren und die ganzen Verhandlungen um die Preise und das war irgendwie ganz viel. Dann die Freunde, von denen ich mich verabschieden wollte, die mich verabschieden wollten. Ich habe ja, nicht nur sozusagen mich von Dingen getrennt, sondern ich wollte mich auch von altem Groll, von alten ungeklärten Konflikten trennen oder die endlich lösen und habe ja, einige Konflikte ausgetragen, einigen Groll ausgesprochen, den ich jahrelang zurückgehalten habe. Manche sind gut ausgegangen, manche schlecht ausgegangen, manche sind total daneben gegangen. Und das war ganz schön viel, so, was da so los war. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit ich nichts Wichtiges vergesse. Da schaue ich jetzt nochmal drauf, ob ich sozusagen vom Vorher jetzt alles habe. Ich habe in der Zeit, jetzt bin ich ja wieder in Leipzig, einige Klienten, die mich gerne wiedersehen wollten. Ich habe viele Aufstellungen gemacht, also auch sozusagen das kam noch dazu. Ich habe es total gerne gemacht, die Menschen da wiederzusehen und wieder in den Kreisen zu sitzen und Aufstellungen zu machen und so. Aber es kam halt auch noch dazu. Und dann
Ja, auch viele Gefühle von Unsicherheit. Wo werde ich als nächstes sein? Wo werde ich danach schlafen? Dann wird mein Geld reichen für die nächste Zeit? Wird es so weiter fließen wie bisher? Und dann habe ich mich auch angemeldet im Oktober für ein Aufstellungswochenende, wo ich selber eine Aufstellung bekommen werde. Da habe ich auch überlegt, was ich da aufstellen möchte. Ist mir immer noch nicht klar. Dann die Wohnungsübergabe hat mir totales Kopfzerbrechen bereitet. Ich hatte da total viel Schiss vor, die Wohnung so hinzukriegen, dass sie gut übernommen wird. Und ja, also es war wirklich viel, viel, viel. Genau, und dann kam mal diese Rückenschmerzen und ich wusste, ich brauche jetzt einfach Zeit. Und am Anfang dachte ich, wie gesagt, ich habe nur diese 2 Wochen, um all das zu erledigen. Und dann habe ich mit der Hausverwaltung gesprochen und da stellte sich raus, dass die Wohnungsübergabe erst am 10. Oktober ist. Das heißt, ich hatte 10 Tage dazu gewonnen. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt brauche ich einfach mal eine Pause. Und es war dann Anfang Oktober, ne, mit diesem verlängerten Wochenende. Ich habe gesagt, ich verbringe die jetzt mal mit mir alleine und ziehe mich zurück. Ich war dann, ja, ich hatte alle Möbel aus dem Schlafzimmer schon weggegeben. Das heißt, es war ein weißer leerer. Ja, und dann hatte ich 2 Bücher dabei. Das eine von Karl Fried Graf Dürkheim, vom doppelten Ursprung des Menschen. Dürkheim ist der Mensch, der die Leibtherapie ins Leben gerufen hat mit der Körpertherapie, mit der ich arbeite. Das Buch ist schon, ich glaube, 80 Jahre alt und das, was da drin steht, ist so hochaktuell über das Menschsein. Und da lese ich immer mal wieder so kleine Abschnitte. Und dann habe ich Alexis Sorbas von Nikos Kazantzakis, das ich gerade lese. 2 Protagonisten, die verschiedener nicht sein können. Da haben wir einmal den sehr kopflastigen und den Lebemenschen, der das Leben zu feiern weiß, egal was gerade passiert. Und ja, diese beiden Teile, die habe ich so in mir und deswegen mag ich so Bücher, die quasi, wo diese beiden Anteile so miteinander spielen. Genau, diese beiden Bücher hatte ich dabei, ich hatte mein Strickzeug und ich wollte es jetzt nicht so streng machen. Das heißt, ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich gar kein Internet darf, dass ich gar nicht lesen darf, dass ich mich nicht beschäftigen darf, sondern es sollte auch so eine Zeit sein, in der ich auftanken kann. Und ja, und in der ich es mir auch gut gehen lasse. Und deswegen habe ich ja auch mir Bücher erlaubt und gestrickt. Und ich habe auch am zweiten Tag mit einem Freund telefoniert, aber das, oder am ersten, aber das erzähle ich dir gleich noch. Und genau, ich wollte einfach sozusagen Zeit mit mir allein verbringen, mir die Zeit schenken. Ich weiß schon, dass ich mehrere Tage brauche, um aus diesem Zoom rauszukommen, ja, wo ich wirklich viele Menschen getroffen habe, wo ich viel Kontakt hatte, wo ich wirklich getaktet hatte, dass ich alles irgendwie hinkriege. Und dann irgendwie wieder dieses Runterkommen, dieses Langsamwerden, dieses wieder bei mir ankommen, ja. Also ich war sehr im Außen und hatte den Kontakt irgendwie zu mir selbst verloren, ja. Gut, dann kam der erste Tag. Am ersten Tag habe ich sehr viel meditiert, im Liegen, weil ich gemerkt habe, ich muss wirklich erstmal runterkommen. Ich brauche Ruhe, ich möchte Zeit haben, mir zu lauschen und zu hören, was da los ist. Und mich dem Schmerz, dem Rückenschmerz zuzuwenden und mit dem zu kommunizieren und rauszufinden, wofür der da ist, was der mir sagen will und so. Und ja. An dem ersten Tag habe ich auch noch abends sehr lange mit einem Freund telefoniert, wegen eines Konfliktes, den ich irgendwie alleine, ja, wo ich einfach nicht weiter wusste. Und das hat mir dann sehr gut getan. Und ja, ich habe aber, wie gesagt, also an dem ersten Tag viel, viel Ruhe mir einfach gegönnt und einfach geschwiegen, mich ausgeruht, viel geschlafen und mich erholt, hauptsächlich. Mir leckeres Essen gemacht und ja, das war der erste Tag. Dann am zweiten Tag
hatte ich dann die Erkenntnis, dass ich am ersten Tag die ganze Zeit versucht habe, den Schmerz wegzumachen. Und das kann ich dir sagen, das funktioniert gar nicht. Alles, was uns im Leben passiert, alle Gefühle, die in uns sind, Unsicherheit, nicht weiter wissen, Angst, Schmerz, will alles da sein dürfen, will alles genommen werden. Und so verbrachte ich den zweiten Tag, liebevoll mit meinem Schmerz zu sein. Ja, den da sein zu lassen, den zu akzeptieren, ja zu sagen. Ich bin in den Schmerz reingegangen, ich habe da reingeatmet, ich war mit ihm, ich habe mit ihm gesprochen, ich habe nicht viele Antworten bekommen. Und ja, ich habe dann an dem Tag auch einen Film geschaut und also war im Internet und ja, hab's mir doch auch gut gehen lassen und versucht, mit dem Schmerz zu sein. Und das Unvollkommene, das nicht zu Verstehende, ja, ich habe es einfach nicht kapiert, wofür der da ist und so. Das da sein zu lassen, dieses Nichtwissen, das ist auch immer wieder eine Herausforderung, der ich mich stelle und wo ich auch immer mehr weiß, dass es dazugehört, weil ich dadurch, dass ich gerade viel Neues ausprobiere, ja, bin ich oft an Punkten, wo ich nicht weiter weiß, wo Unsicherheit da ist. Und mittlerweile weiß ich das und es ist okay. Manchmal ist es nicht okay. Aber immer öfter. Ich habe viel gestrickt. Ja, ich habe da auch ein Video gedreht, weil ich dann endlich mal so die Ruhe hatte. Und ja, am Abend des zweiten Tages hatte ich dann eine sehr wichtige Erkenntnis für mich. Und zwar war ich die ersten 3 Jahre, war mein Vater sehr viel auf Montage. Und als Kind, ich weiß nicht, wer das sich vorstellen kann, du hast kein Zeitgefühl. Du weißt nicht, wie lange jemand weg ist oder wann er wiederkommt. Du verstehst das nicht. Und mir war es immer ganz wichtig, zu Hause zu sein, damit mein Vater mich wiederfindet. Und deswegen ist es auch gerade so ein sehr krasser Prozess, wohnungslos zu sein, weil es halt für mein inneres Kind und ich war ein sehr stark vaterbezogenes Kind, das jetzt loszulassen und diese Veränderung, ja, die sich jetzt auch weiter vollziehen wird, aber dass ich da halt eine Freiheit gewinne. Dass ich darauf vertraue, dass der Kontakt zu meinem Vater weiter bestehen wird, auch wenn ich jetzt in der Weltgeschichte umherreise und keine Wohnung mehr habe. Ja, ich weiß noch nicht genau, wohin das führen wird, aber ich weiß, dass es voll die wichtige Befreiung ist, das zu wissen und diesen Teil zu kennen, der deswegen so viel zu Hause ist. Ja. Der dritte Tag, beziehungsweise es ist die zweite Nacht auf dem Weg zum dritten Tag, werde ich nachts wach mit starken Ängsten. Die Angst, wo werde ich schlafen, wie wird die Wohnungsübergabe sein, wird mein Geld reichen, habe ich da noch genug Geld, ich gehe alle Namen durch von Freunden, wo ich hin kann und ja, wird das mit dem Geld weiter funktionieren, so wie das bisher funktioniert und so, ne? Und ich habe gemerkt, ich bin total dankbar, dass diese Ängste nach oben kommen, dass wenn sie da sind, wenn sie sich zeigen, dann kann ich ja mit ihnen mich auseinandersetzen. Wenn sie da in mir rumoren und ich Angst habe, dass da irgendwas ist, dann kann ich auch nichts machen, so, ne? Und ja, und da in der Nacht war ich ganz froh, dass das ja, sich getraut hatte, rauszukommen, dass ich mir die Zeit gegeben habe, dass so Ängste auftauchen dürften, weil die sind sowieso da. Und wenn sie nicht den Raum finden, rauskommen zu dürfen, dann wüten sie in einem. Ja. Am nächsten Tag habe ich mich dann gefragt, was macht mir Freude? Das war der Tipp von dem Freund, mit dem ich am ersten Tag telefoniert habe. Was gibt mir ein gutes Gefühl, um mich danach zu richten und danach die Schritte weiterzugehen? Ja. Also alles, was Unterkunft betrifft, was Geld betrifft, was die Wohnungsübergabe betrifft, dieses planlose Nicht-Weiter-Wissen. Ja, was brauche ich da, damit es mir gut geht. Also es war eine sehr intensive Zeit. Ja, und der dritte Tag
war dann der, der am schnellsten vergangen ist. Der erste Tag war noch voll langsam. Und je mehr ich bei mir ankomme, je schneller vergeht die Zeit, obwohl ich eigentlich nichts mache. So. Und für mich war es dann am dritten Tag ein schönes Gefühl zu merken, ich bin gern mit mir zusammen, ich bin für mich da. Ich hatte das Gefühl, es darf noch weitergehen. Ich hätte auch noch einen nächsten Tag mit mir allein verbracht, wenn ich da nicht schon andere Termine gehabt hätte. Und es war eigentlich schön zu merken, dass ich halt gern mit mir zusammen bin. Und ich kann das echt jedem nur empfehlen, alles dafür zu tun, weil du bist der Mensch, mit dem du dein Leben lang zusammen sein wirst. Und es ist total gut, sich selbst auszuhalten, gut für sich zu sorgen. Und ja, eine schöne Zeit mit sich selbst zu haben und auch allein sein zu können. Ja, jetzt, ja, genau. Also, was ist das Resümee? Ich bin reingegangen in den Schmerz und er war am dritten Tag nicht weg, aber in den Folgetagen ist er dann komplett weggegangen und ich bin jetzt seit 20 Jahren, also seit oder über 20 Jahre jetzt Schulmedizin frei. Also ich habe keinerlei Medikamente mehr genommen. Anfangs noch homöopathische Mittel oder Kräutertees, wo ich so körperliche Beschwerden mit sozusagen behandelt habe. Mittlerweile läuft das alles über Ernährung und Fasten. Ja, wenn ich irgendwie ein Zeichen merke, dass da irgendwie irgendwas ist, dann faste ich. Oder nehme mir halt so ein Retreat, nehme mir Zeit für mich und lausche in mich rein. Und wahrscheinlich ist das nicht für alles, weil es gibt unterschiedliche Stadien. Aber ich versuche sowas immer so früh wie möglich, wenn ich irgendwelche Missstände feststelle, die dann anzugehen und ehrlich anzuschauen. Und damit kann ich dann so Dinge auflösen, ohne dass ich Schmerztabletten nehmen muss oder irgendwas anderes tun muss, zum Arzt gehen muss. Was ich auch noch mich erinnert habe in dieser Zeit, war dieser Satz, den mir eine Frau, die ich in Thailand getroffen hatte, gesagt hatte, und zwar der ihr viel geholfen hat, der mir jetzt auch mittlerweile sehr oft hilft. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß es nicht. Ich bin Mensch, ich möchte gerne die Kontrolle haben, ich möchte gerne wissen, ich möchte gerne verstehen und so. Und ich komme aber immer wieder an Momente, in Situationen, wo ich es nicht weiß. Und mir hilft mittlerweile dieser Satz sehr, dass ich dann einfach manchmal sage, ich weiß nicht. Und aushalte, dass ich gerade nicht die Kontrolle habe, dass ich es gerade noch nicht verstehe, was mir da passiert, dass ich den Konflikt gerade noch nicht lösen kann, dass ich dafür keine Lösung habe, was da gerade da ist. Das ist auf jeden Fall auch was Wichtiges, was ich da wieder mich daran erinnert habe. Ja, ich habe auch ein paar neue Visionen und Inspirationen gehabt für neue Projekte. Das werdet ihr dann mitbekommen, wenn die rauskommen. Und ja, ich habe in der Zeit auch wieder Vertrauen geschöpft ins Leben, dass ich gut versorgt bin, dass das Leben es gut mit mir meint, ja, da mich wieder anzuschließen, weil in dem Gehetze, was ich vorher hatte, wo ich nicht sehr gut bei mir war, da hatte ich das wieder ein Stück verloren. Ja. Ja. Und ich bin aus diesen ganzen Tagen rausgegangen mit dem Wunsch, wieder mehr an mein Gefühl ranzukommen, mehr auf mein Herz zu hören und den Verstand mehr zur Seite zu packen, dass ich ja einfach besser spüren kann, meiner Intuition stärker folgen kann. Und dafür sind Retreats absolut wunderbar. Und deswegen möchte ich dich auch nochmal herzlich einladen zum Fastenretreat. Wenn du halt vielleicht noch nie einen Retreat gemacht hast oder gerne in der Gruppe das machen möchtest, ja, es wird da auch viel Zeit geben, allein zu sein, aber auch der Halt der Gruppe, die Kraft der Gruppe. Ja, und dieses Fasten, das Reinigen, das Weglassen von allem, was belastet und sich wirklich auf diesen wesentlichen Kern zu konzentrieren. Dafür sind diese Tage da. Genau, vom 11. bis zum 18. November. Gerade gibt es noch den Frühbucherpreis, und ja, vielleicht
ist es was für dich und ich freue mich, wenn du dabei bist. Wenn du Fragen hast, schreib die gerne in die Kommentare. Alle Infos zum Retreat findest du in der Infobox. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder einschaltest. Alles Liebe dir. Ciao.